Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel. Ich möchte gerne heute wieder uns auf die kommende Woche konzentrieren, für die Feuerzeichen, also Löwe, Schütze, Widder. Für alle Neuen herzlich willkommen und für die, die noch nicht wissen, wie das bei mir aussieht, ich hole mir erstmal ein Energiebild dazu, damit ich so ein bisschen nachspüren kann, um was es genau geht. Und das, was ich spüre für die Feuerzeichen, ist einfach ein frischer Luft. Was heißt frische Luft? Frischer Wind. Frischer Wind und glücklich sein. Ich sehe euch auf einer wunderbaren Wiese. Ich sehe euch total integriert in die Landschaft. Ich sehe euch ausgeglichen, ich sehe euch hoffnungsvoll, ich sehe euch wieder auflebend. Woran liegt das? Das, was die Belastungen in den letzten Wochen verlassen euch. Ihr seid wieder wie ein junger Vogel, der lernt wieder zu fliegen. Wieder zu vertrauen, wieder zu hoffen, wieder zu verspüren. Ja, das Gefühl, dass sich da was bildet, dass alles, dass etwas Positives auf einen zukommt. Total positiv ausgerichtet. Ich sehe zwar nicht, dass etwas auf euch zukommt, aber ich sehe, dass ihr total positiv in die Woche startet und auch so in der Energie verbleibt. Okay. Also eigentlich wollte ich jetzt da gar nicht mehr raus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wirklich sehr, sehr, sehr schön war. Falls es euch aufgefallen ist, ich habe per Zufall eine neue Kerze beim Aufräumen gefunden. Die habe ich jetzt gerade mal reingesteckt. Dieses Rosa, was wir da sehen, das ist das Weibliche. Das ist das weibliche Anteil wieder in uns und das Weibliche ist eigentlich sehr gut mit sich selbst im Resonanz und mit sich selbst im Gleichgewicht und in sich selbst verankert, so ein bisschen Herrscherin-Energie verspürt. Oh ja, oh ja, oh ja. Genau, Herrscherin-Energie, aber in ihre absolut positive Ausrichtung, also eine Ausrichtung, in der wir uns einfach zurücklehnen, wissen, alles ist gut und mir steht hier alles zur Verfügung und ich bin in Fülle. Oi, das ist genau das, was ich spüre. Okay. Ordnung schaffen und uns Richtung Milch und Honig ausrichten. Ja, das ist. Das ist dieses Ballast ablegen. Ja, das ist dieses Verabschieden sich von diesen grauen, etwas dunklen Energien und die Hoffnung zu bekommen, dass alles wird gut, egal was passiert, es wird alles gut, es hat alles seine Ordnung, ja. Dieses Vertrauen auch in die Göttlichkeit, in den Gottesplan, in göttlichen Timing, in diese Geschichten. Also wunderschön. Ja, du hast aufgeräumt. Sehr schön. Du hast aufgeräumt, du bist total unvorbelastet, du bist voll in deine Energie, du belügst dich auch nicht mehr selber, du bist nicht in irgendwelchen Illusionen verhaftet, du bist total bei dir. Und dieses Vertrauen in dieses göttliche Timing, dieses auch spirituelle Wachstum, ja, oh, wunderbare Energien. Sehr, sehr schön. Ja, Milch und Honig, ist genau das Gleiche rausgefallen, was wir gerade uns angeschaut haben, ja. Ja, muss ich eigentlich nicht mehr sagen. Das ist genau das. Wunderbar. Raus aus diesen Energien der Verlassenheit, Verletzungen, Enttäuschungen, Trauer. Genau. Okay. Ich hätte gerne jetzt 5 Karten, die uns aufzeigen, wie die Woche für uns verlaufen wird, für die Feuerzeichen, Widder, Schützen, Löwe.
fangen super gut an. Und was passiert dann? Was ist denn da los? Also ich sehe auf jeden Fall, ja, es gibt da diesen Mann, mit dem du dir alles Mögliche vorgestellt hast. Aber jetzt übernimmst du die Energie des Feuerzeichens, der eigentlich auch für dich steht, vor allem, ja, indem du neue Ausrichtungen in deinem Leben übernimmst, indem du dich absolut dem Vertrauen, der Klarheit, der Sonne, dem göttlichen Plan widmest, indem du davon überzeugt bist, dass egal was passiert, irgendjemand wird wieder in deinem Leben sein, auf dich zukommen und beendet diese Belastungen und diese Verlassenheitsgefühl, dieses Wertlose, dieses, ja, was du eben alles, was du in deinem Leben nicht haben möchtest. Und das wird Schritt für Schritt passieren. Du hast wirklich ein tolles Vertrauen in das Ganze. Du hast dich von den alten Energien komplett verabschiedet. Und was ich die ganze Zeit für ein Wort höre, ist unvoreingenommen. Du gehst unvoreingenommen in diese neue Woche mit vollstem Vertrauen. Ja, das ist der Schlüssel für alles. Das ist der Schlüssel für alles, was. Wartet mal, ihr seht das jetzt gerade nicht mehr. So, genau. Du bist in einer Energie, in der du weißt, dass A, du auf dem richtigen Weg bist. Du hast schwierige Brücken hinter dir, aber jetzt bist du davon total überzeugt, dass egal was passiert, ob dein Wunschpartner ja nie mehr auf dich zukommt oder eben zukommt, es wird alles gut. Es wird einfach alles gut. Und du bist total davon überzeugt, du hast den Schlüssel für dein Leben wieder in der Hand. Ja, wieder die Sonne, wow. Wunderbar. Du hast eine emotionale Klarheit. Also du wirst wirklich diese Woche eine absolute emotionales Aufräumen erleben, wo du selber, glaube ich, total davon beeindruckt sein wirst und überrascht sein wirst, dass es dir so gut geht. Ja, das wird so unpassend sein zu den allen Energien, die du in der Vergangenheit hattest. Du wirst es echt so ein bisschen anschauen, so wow, was ist denn jetzt los? Und das wird dir wieder dieses Gefühl auch geben, alles, was ich bis dato gemacht habe, war richtig. Du bist auf dem richtigen Weg. Ja, und egal was passiert, ja, egal was jetzt auf dich zukommt, ob Gutes oder Schlechtes, also das ist das, was ich meine, ob der Partner, Wunschpartner jetzt sich für dich entscheidet oder eben nicht, das ist irgendwie vollkommen egal, weil du davon überzeugt bist, dass das, was als Nächste kommt, einen absoluten positiven Neubeginn in deinem Leben bringt. Ja, du bist wirklich Schöpfer deines eigenen Lebens geworden in Sachen Liebe. Und ja, schau mal, genau, das ist die Herrscherin, ja. Du hast das Risiko angenommen, sich von alten Anhaftungen zu befreien mit dem Ordnung machen hier und schreitest einfach voran in einem unfassbaren guten Gefühl. Ja, ein ganz neues Kapitel öffnet sich in deinem Leben und diese alten Belastungen, die sich wie im Kreis gedreht haben, in Beziehungen zwischenmenschlichen mit deinem Wunschpartner, egal, ja, das geht jetzt alles weg, weil die Sonne jetzt rauskommt, ja. Eine Lernaufgabe ist bestanden. Also das ist ein absolutes Mangelgefühl. Das ist die stärkste Karte im Lenormand, das ist die schwächste, das ist die stärkste. Du hast deine Lektion gelernt. Ich bin total geblättert, muss ich sagen, wieder mal. Wir haben, glaube ich,
vor 2 Wochen oder vor einer Woche, ich weiß es nicht mehr, unfassbar stark Karten für die Feuerzeichen. Und jetzt bin ich auch wieder total überrascht. Weil das ist das, was ich ja in den letzten Videos auch gesagt habe. Es ist unfassbar schwere Energie. Und jetzt kommen wir in komplett das Gegenteilige, weil wir in so eine Stärke reinkommen, ja, die wir ja schon lange nicht mehr gehabt haben, aber das ist, weil wir eine karmische Lektion gelernt haben. Karmische Lektion, die sich darauf bezieht, dass wir zu wenig vom Leben erwartet haben, zu wenig von Leben bekommen haben, zu wenig von Leben akzeptiert haben, ja, obwohl uns viel mehr zusteht. Sehr schön. Ich gehe noch mal in die Tiefe. Also nutze die Energien für dich und genieße es, weil das ist wirklich eine wunderbare Zeit diese Woche. Du hast in deinem Entschuldigung, da hat es gestoppt. Du hast in deinem Leben gekämpft in der Vergangenheit, ja? Du hast dich gewehrt vor Angriffen von außen, die dich runtergemacht haben, die dich dir nicht gut getan haben, Situationen, Reaktionen oder eben fehlende Reaktionen, ja. Du hast dich aber durchgesetzt. Du hast es geschafft, jetzt deine Position zu, wie sagt man denn? Deine Position, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also auf jeden Fall, du standest zu dir und hast es geschafft, das Ganze abzuwehren, ja? Du hast dich einfach durchgesetzt. Sehr schön. Und jetzt kommt die Gerechtigkeit, die dir zusteht. Auch mit dieser Karte hier sichtbar. Genau, wunderbare Magier, die Sonne und die Fische. Das, was rausgeht, ist eben das alles, was schiefgelaufen ist bis dato im Leben. Und jetzt fängst du komplett neu an. Du bist sortiert, du weißt, du hast alle Tools auf dem Tisch, du weißt damit umzugehen, du weißt damit auch, ja, wie du sie einsetzen sollst. Und gleichzeitig bist du so wahnsinnig verbunden mit der Erde und mit dem Göttlichen. Das, was dir bis dato gefehlt hat, war genügend Selbstvertrauen, um diese Stabilität zu erlangen. Es war immer zu wenig da, aber das hast du dir jetzt erarbeitet und geschafft, eben sich durchzusetzen und damit eine bestimmte Position zu erlangen. Ich verspüre hier eine Position, wo du gedacht hast, falls du an einen Wunschpartner jetzt gerade denkst, du gedacht hast, wenn er nicht mehr zurückkommt oder wenn er sich nicht für mich entscheidet oder wenn er jetzt nicht irgendeinen Schritt auf mich zumacht, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. So, und jetzt bist du quasi wie aufgewacht aus diesem Trance, aus dieser Starre, aus dieser Kette, aus der du dich gerade befreit hast und kommst in dieses Gefühl, das ist doch vollkommen egal, ja, ob er kommt oder nicht, mir geht es einfach gut und egal, was er oder sie jetzt macht, ich weiß, dass genau das Richtige jetzt für mich passiert. Also diese Überzeugung, du bist so befreit von dem Ganzen, ja, du hast die ganzen Anhaftungen jetzt
von dir gewichen und bist total davon überzeugt, dass jetzt ist einfach eine gute Zeit für mich. Und du gehst voll offen in diesen neuen Weg, obwohl der dir komplett neu ist, ja? Das Rad des Schicksals dreht sich für dich. Das Rad des Schicksals dreht sich. Ich sehe hier deinen Wunschpartner nicht in dieser Linie. Ich sehe nur dich. Und das ist das, was ich ja auch in der Vision gesehen habe. Ich habe jetzt niemanden, der auf dich zugeht, gesehen. Ich habe nur dich in Genießerposition gesehen, ja? Und der Rat des Schicksals erlaubt dir jetzt ein ganz neues Kapitel aufzumachen, der die Belastungen, in der die Belastungen endlich von dir gehen. Diese Situationen, wenn jemand sich ständig gezähmt hat und dich verletzt hat, zu kühl zu dir war, dir ein Fischingkelch gereicht hat, ja, verletzt hat, das ist jetzt alles hinter dir. Ja, das lässt du alles komplett hinter dir. Ah ja, da wollten zwei. Sehr schön. Ach, schon wieder Sonne zum dritten Mal. Aber das war, ja, das Bild ist einfach total passend zu dem, was ich hier sehe. Die Stärke, die du hier gewinnst mit dieser bestandenen Prüfung in deine karmische Lektion, bringt dir absolute Sicherheit und Fundament und eben das Ende der Belastungen, das Ende auch deines Rückzugs, in dem du warst, ja, in dem du dich zurückgenommen hast, gewartet hast, gehofft hast, sich auch geschützt hast vor Verletzungen und so weiter. Das ist alles vorbei. Du wachst jetzt, also ich sehe hier in diese Karte und in diese Karte sehr ähnliche Energie, ja. Also das ist für mich der Löwe, der im Frühling quasi seine Eishöhle verlässt nach einem langen Schlaf. Und hier bist du auch aufgeweckt von einem langen Schlaf hier, ja, in der du in einer nicht guten Phase warst, ja, in der du dich in Hülle zurückgezogen hast und hast gehofft, dass die Welt sich da draußen endlich verändert und es gut zu dir ist. Und das ist es jetzt, ja. Die Sonne kommt diese Woche raus. Bin wahnsinnig glücklich für alle Feuerzeichen. Es war wirklich ein wunderschönes Gefühl. Und ich freue mich jetzt schon. Die Energien spüre ich eigentlich jetzt auch, weil ich bin auch selber Widder. Genau, it's up to you. Also es liegt an dir, dass du diese Situation annimmst, genießt und eben diese Belastungen und diese Wertlosigkeit der Zeit, sie war nicht nichts wert, weil sie hat dich dahin gebracht, ja. Aber sie hat dich nicht weitergebracht, sagen wir mal so, ja. Und jetzt geht es darum, diese geistige Welt schenkt dir jetzt eine wunderbare Zeit und du kannst sie annehmen. Du musst nicht, aber du kannst sie annehmen, ja? Ich möchte gerne für Rat des Schicksals, auch wenn ich hier niemanden sehe, der auf dich zukommt, aber wir schauen mal, was der Rat des Schicksals, weil das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt, was der so mit sich bringt. Donnerstag. Setze dich ein und folge deiner Energie, ja? Wunderschön. Wunderschön. Meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute und alles, alles Liebe. Genießt die Zeit. Ich werde sie auch genießen. Ich fühle diesen Tag auch jetzt schon als einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon auf die Tage. Ich freue mich auf eure Meldungen und eure Kommentare und auf eure E-Mails und natürlich auch auf unseren Austausch beim Live-Premieren im Live-Chat. Die finde ich wirklich wundervoll und ich wünsche euch alles, alles Gute und wir sehen uns im nächsten Orakel. Tschüss!